Er sprach einen Wunsch aus und dieser ging in Erfüllung. Auf der Hauptertragsfläche habe ich dann bemerkt, dass da vermehrt Kartoffelkäfer an meinen Kartoffeln sind. Die habe ich jetzt angefangen aufzuklauen. Ein gelb-schwarz gestreiftes Insekt kam herbei. Und nein, es war nicht die hier. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wie auch schon mit dem Intro bzw. mit dem kleinen Einspieler erahnen könnt, geht es heute um einen Kartoffelkäfer. Ich habe ja einmal in einem Gartenrundgang gesagt, dass ich ein bisschen Probleme habe, dass Kartoffelkäfer jetzt bei mir auf dem Feld unten sind. Und da habe ich mir so den Wunsch dann ausgesprochen, dass vielleicht Nützlinge kommen und da vielleicht ein bisschen mir helfen, und das ist dann wirklich so gekommen. Also als ich dann die Wespe gesehen habe, wie sie da wirklich den Kartoffelkäfer gerissen hat oder beziehungsweise beseitigt hat und einfach den Lauf der Natur vollzogen hat, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Also da habe ich mich wirklich, wo ich mir einfach so dachte, da passt sich die Natur wirklich wunderbar an Tierchen, die jetzt von weiter weg hergebracht worden sind. Der Kartoffelkäfer kommt, glaube ich, aus Amerika. Und das ist einfach wieder so, wo uns die Natur einfach zeigt, dass sie anpassungsfähig ist, dass es einfach aber wirklich auch Jahre bzw. auch Jahrzehnte dauert, um auch die ganzen Tierchen anzusiedeln. Es gibt nicht nur die Wespe, da gibt es ja viele verschiedene Arten von Wespen, die jetzt die Kartoffelkäfer fressen. Zumal es auch, weiß ich auch nicht warum, die so einen schlechten Ruf manchmal genießt. Also die Wespe, die sind sehr friedlich, also die sind nicht aggressiv, wie die meisten meinen. Nur weil sie jetzt zum Beispiel, wenn man draußen an der Terrasse sitzt, so sein Essen möchte, und die Wespe etwas abhaben möchte, dann lässt man sie einfach ein kleines Stück nehmen und die fliegt dann weg. Das war's dann. Man muss einfach nicht so übertrieben agieren. Zumal die auch sehr viele Mücken frisst, das weiß ich auch. Also die fressen ja nicht nur Kartoffelkäfer, sondern auch allgemein andere Tierchen. Gehören halt da gut zum Ökosystem mit dazu und sorgen halt auch wirklich für das Gleichgewicht. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Nützlinge, die den Kartoffelkäfer auch fressen würden. Ich habe zum Beispiel jetzt mal Marienkäfer auf meinen Tomatenpflanzen gesehen. Da kann es vielleicht sein, dass vielleicht ein paar Marienkäfersorten oder Arten auch Kartoffelkäfer bzw. die kleinen Tierchen mit auffressen. Aber es zum Beispiel auch, glaube ich, habe ich gelesen, ein paar Kröten würden die auch fressen. Ich glaube auch Echsen und verschiedene Tierchen, und das ist einfach wieder so ein Anzeichen für mich, dass wir viel mehr diese Tiere ansiedeln müssen, viel mehr naturnah gärtnern, das heißt, dass wir Magerwiesen, Wildblumenwiesen anlegen, damit da zum Beispiel auch die Insekten kommen, damit auch hier die Grundlage auch für Vögel da ist, weil zum Beispiel beim Buchsbaumzünsler, da die Wespe geht ja auch zum Buchsbaumzünsler hin. Also die tötet ihn auch, und auch unsere einheimischen kleinen Singvögel haben sich daran angepasst bzw. fressen auch die Larven. Und da ist es auch wieder für die Vögel wichtig, dass wir Nistkästen und viele verschiedene Insekten ansiedeln. Natürlich auch wieder für die Insekten Echsen ansiedeln, das ist natürlich auch ihre Nahrungsgrundlage. Kröten, Erdkröten gehören auch dazu, Teiche anlegen, Totholzhecken aufbauen, Steinhaufen
ansiedeln. Diese ganzen Tierchen, die regulieren ja auch diese braune Wegschnecke. Und das ist dann immer so dieses Schadbild, die der meiste Gärtner halt auch hat. Ah, Kartoffelkäfer muss man sofort biologisch bekämpfen, auch in der konventionellen Landwirtschaft sofort bekämpfen, spritzen. Da gibt es nichts anderes. Genauso wie mit der braunen Wegschnecke. Aber es gibt ja Tigerschnegel, Echsen, Kröten, Wespe, was weiß ich noch für viele verschiedene Tiere, die ich noch nie gesehen habe. Alle haben einfach das Problem, wir bieten für diese Tiere keine Grundlage. Und dann würde sich auch wahrscheinlich dieses Problem sehr gut lösen. Natürlich geht das nicht alles von heute auf morgen, das ist mir auch klar. Ich werde die Kartoffelkäfer weiterhin aufklauben, weil sonst ist meine Kartoffelernte auch ein bisschen in Gefahr, wenn sie die Pflanzen zu sehr runterfressen. Es sind nur einige paar Wespen, die ich jetzt momentan gesehen habe. Das ist einfach ein jahrelanger Prozess. Die Pflanzen bzw. die Tiere, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Auch eine Wildblumenwiese, bis die sich richtig etabliert hat, 1, 2 Jahre, bis die Tierchen mit den Steinhaufen und alles Mögliche, bis die sich da mal etabliert haben, das dauert natürlich auch so eine Zeit. Und da darf man halt nicht zu naiv sein, wie die meisten Gärtner, und sagen, ja, ich mache diese Maßnahmen und nach 2 Wochen habe ich das Problem nicht. Nein, das überhaupt nicht. Und ein grundsätzlicher Tipp auch, um eure Kartoffelpflanzen zu stärken, ist auch Brennnessel, ja auch, wird auch als Tipp gegeben, damit es einfach kräftiger und robuster wird. Und sonst einfach aufklauben. Es gibt auch ein paar Hausmittelchen, da bin ich jetzt nicht der Fan davon, kann man auch kurzfristig machen. Aber die langfristige Möglichkeit ist einfach naturnah etwas aufbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal Freunden, Familien und Bekannten, ja, empfehlen bzw. weiter erzählen würdet, damit immer mehr Menschen auf mich aufmerksam werden und der Kanal, ja, langsam und harmonisch wächst. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr zum Beispiel auf meiner Webseite diverse Möglichkeiten. Und sonst wünsche ich euch einfach einen schönen und angenehmen Tag. Es ist Sommer, wird jetzt langsam immer wärmer. Es gibt viel zu tun im Garten und ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, werde ich hier ein paar Radieschen aus dem Kübel ernten. Sind schon ein bisschen fertig, kann man ein bisschen auslichten. Mal schauen. So. Genau. Wunderbare Radieschen.